Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ich möchte euch nur darüber informieren, dass ich als Dresdner, der extrem beschämt über das Bundestagswahlergebnis seiner Stadt und seines Bundeslandes ist, aus Deutschland auswandern werde. Nein, natürlich nicht. Traurig bin ich trotzdem drüber. Wir können ja mal ganz kurz drüber reden, weil ich auch ein bisschen die Ehre meines Landes und meiner Stadt verteidigen möchte. Also man muss natürlich dazu sagen, alle, die die AfD gewählt haben, sind nicht alle, so rum, nicht alle sind Rechtsextreme, ne, das muss man mal sagen, sondern viele sind einfach nur enttäuscht von der Politik, die den Osten so ein bisschen rechts liegen lässt, sozusagen. Hahaha. Kleiner Scherz am Rande. Nee, die Ängste und Sorgen der Bürger werden halt nicht wirklich wahrgenommen, so von den Leuten. Also, das wird so ein bisschen runtergespielt. Ich persönlich würde trotzdem niemals auf die Idee kommen, die zu wählen. Also das wäre die vorletzte Partei vor der NPD gewesen, die ich jemals hätte gewählt. Da würde ich noch lieber, keine Ahnung, die V hoch 3 Partei wählen. Das ist ja auch eine ganz interessante Partei. Was war das? Veränderung, Vegetarier und Veganer oder irgendwie sowas. Also wofür die 3 Vs stehen, wer hat sich das denn ausgedacht? Keine Ahnung. Ja, also man muss also dazu sagen, es sind einfach viele Frustrierte, die auch Protestwahl gemacht haben, ja, und es ist trotzdem sehr beschämend, wenn man ein vernünftig denkender Bürger ist, der der Meinung ist, dass man tatsächlich nur Parteien wählen sollte, von denen man sich auch vertreten sehen möchte. Wenn dann in Dresden, Moment, was war's? Ich schau mal kurz nach. Wenn dann in Dresden 22,5% für die AfD rauskommen, was nur knapp die zweite Kraft ist, direkt hinter der CDU. Und wenn in Sachsen, und das ist das noch viel traurigere Ergebnis, die AfD stärkste Kraft mit 27% wird. Also das ist vor allem dann im Osten von Sachsen, also das sind die Kreise Bautzen, Görlitz und Sächsische Schweiz-Erzgebirge, die natürlich grenznah sind. Das muss man auch dazu sagen. Und es gibt gute Grenzkriminalität, nicht gute Grenzkriminalität, sondern gut Grenz. Oh, Scheißwort. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt viel Grenzkriminalität. Und die Leute dort sind der Meinung, es wird nicht besser. Und die sind halt dann sehr frustriert teilweise, haben Angst um ihren Besitz. Das muss man auch dazu sagen, Leute, die auch die zu Pegida rennen und die AfD wählen, das sind auch nicht bloß irgendwelche ungebildeten Waschlappen, sondern das sind vor allem auch Leute, die sich ein bisschen was aufgebaut haben im Laufe ihres Lebens und Angst haben, es jetzt zu verlieren. Denn, und das ist glaube ich auch so eine Sache, die im Osten ein bisschen stärker begründet ist, man hat schon mal gesehen, dass man Sachen, die man sich erarbeitet hat, verlieren kann. Denn mit der Wende sind einige Leute, die sich eine gute Biografie aufgebaut hatten und dabei waren, Einfluss zu gewinnen, in der Versenkung verschwunden, beziehen heute wahrscheinlich auch Hartz IV in ihrer Rente. Also das ist nicht ganz ohne. Die Leute wissen, dass sowas passieren kann und haben Angst, dass es wieder passiert. Und ich glaube, auch deshalb haben viele Leute die AfD gewählt. Also das ist Mischmasch aus allem Möglichen. Vor allem aber bin ich der Meinung, dass Parteien wie CDU und CSU daran ganz besonders Schuld haben. Also vor allem die CSU. Weil man der Meinung ist, unbedingt der AfD nach rechts hinterherziehen zu müssen, um die Wählerstimmen wieder einzufangen. Aber das ist meiner Meinung nach der vollkommen falsche Weg, weil es wird den Menschen nichts angeboten als Lösung. Die AfD hat sich als Protestpartei etabliert und es bringt nichts für die CSU, jetzt noch weiter nach rechts zu gehen, um das abzudecken, weil die Leute nicht unbedingt rechtsextrem sind. Also es gibt natürlich ein paar darunter, die die AfD gewählt haben, die auch ziemlich rechts ausgerichtet sind, aber es wird nichts nützen, wenn jetzt zum Beispiel im Blick auf die Bayern-Landtagswahl 2018, wenn die CSU jetzt noch weiter nach rechts rückt, das ist vollkommen sinnfrei. Also auch so rein vom Umgang mit den Flüchtlingen her, die jetzt hier sind. Viele haben ja Angst davor, offenbar auch im Osten, dass sich kleine Parallelgesellschaften bilden, irgendwelche Slums, in denen dann halt nur noch Ausländer wohnen. Kann ich so jetzt nicht nachempfinden, aber man muss halt auch dazu sagen, also Vorbilder dafür sind jetzt eben die türkischen Viertel in, keine Ahnung, wo ist das? Duisburg, glaube ich, ist das dort?
irgendwie, ja, im Ruhrpott gibt es ja bestimmte Städte, in denen einige Viertel komplett türkisch dominiert sind, wo dann auch nicht mehr Deutsch gesprochen wird, wohl teilweise. Da muss man aber auch dazu sagen, das liegt auch an der damaligen Einwanderungspolitik. Da hat man sich ja Gastarbeiter ins Land geholt und hat die alle in eine Ecke gestopft. Na, was soll dann passieren? Natürlich reden die dann untereinander mit sich in ihrer Landessprache. Und das bleibt dann eben so. Die isolieren sich und dann ist das fertig. Aber wenn man dagegen was tun will, dann muss man natürlich mit den Leuten, die jetzt schon da sind, mit den Flüchtlingen, wobei man auch dazu sagen muss, also Gastarbeiter und Flüchtlinge sind zwei vollkommen verschiedene Sachen, ne? Also das kann man nicht vergleichen miteinander. Nee, aber wenn man dagegen was tun will, dann muss man mit den Flüchtlingen arbeiten. Man darf sie nicht alle in eine Ecke stopfen und dann so lassen, wie sie sind. Man muss mit ihnen arbeiten, man muss sie vernünftig integrieren und das macht eine Partei, die ihren Fokus darauf setzt, keine Leute ins Land zu lassen, nicht. Die hat da keinen Bock zu. Ganz ehrlich, die setzen ihren Fokus nicht auf die Arbeit mit Flüchtlingen, weil sie einfach denen feindlich gesinnt sind gegenüber. Und dann kann das nicht funktionieren. Ja, was willst du da erwarten also? Also die AfD liefert auch keine Lösung am Ende und CDU und CSU rennen da immer weiter nach rechts hinterher. Die Sprache verroht, der ganze Diskurs verroht, weil man der Meinung ist, da noch nach rechts mitziehen zu müssen. Ja, und mittlerweile kannst du ja nicht mal mehr innerhalb der Familie über solche Themen reden, wenn da mehrere Familienmitglieder verschiedene Ansichten haben, weil bei dem Thema alle immer gleich ausrasten. Man kann da irgendwie nicht vernünftig drüber reden, ohne emotional zu werden. Also, ich meine, ich kann das eigentlich ganz gut, würde ich denken, aber vor allem die Leute, die dann eher auf der angstgeprägten Seite der Diskussion sind, die werden dann schnell ziemlich laut. Und wenn man dann ein bisschen gemäßigtere Töne anschlagen will, dann ist man auf einmal derjenige, der dann angegriffen wird. Keine Ahnung wieso. Naja, also meine Meinung ist, man sollte mit den Leuten arbeiten, man sollte dafür sorgen, dass sie gut integriert werden und man muss natürlich auch dazu sagen, nicht alle, die jetzt da sind, bleiben auch, ne? Ich hatte es zum Beispiel gehabt, also ich persönlich habe auch, als die Zeit es zugelassen hat bei mir im Studium, ein bisschen mit Flüchtlingen gearbeitet und da gab es drei irakische Jungs, mit denen ich mal Fußball spielen war. Und die waren ziemlich gut gewesen, deswegen wollte ich sie einladen, mit zum Training bei mir im Fußballverein zu kommen, um zu schauen, ob sie dann vielleicht damit spielen wollen. Ja, und hatte dann mal kurz Urlaub noch gehabt dazwischen und als ich aus dem Urlaub wiederkam, fragte ich denjenigen, über den ich dann den Kontakt gepflegt hatte, wie es denn da aussieht und der meinte zu mir, ja, ihre Gebiete im Irak sind befreit worden, die sind wieder zurück in den Irak gegangen. So schnell geht's. Also es ist bei Weitem nicht so, dass alle bleiben, die jetzt hierher gekommen sind. Viele sind halt wirklich geflüchtet, weil eine Notsituation war. Und sobald es möglich ist, gehen sie in ihre Heimat zurück. Denn, das muss man auch sehen, die sind weit weg von ihrer Heimat. Und wenn man in einem komplett fremden Land ist, wo einen niemand leiden kann oder wo man das Gefühl hat, dass einen niemand leiden kann, dann will man da nicht unbedingt bleiben. Naja, also schwieriges Thema, kann man viel drüber debattieren und diskutieren, ist jetzt aber eigentlich gar nicht das, weshalb ich hier mit euch sprechen wollte. Wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen? Achso, wegen meinem dummen Witz am Anfang, ja. Nein, es gibt tatsächlich Leute, die aus Dresden oder aus Sachsen weggehen wollen, deswegen, ne? Also das finde ich dann auch ein bisschen traurig, wegen sowas dann wegzuziehen, weil es einfach ein sehr schönes Bundesland ist, eine sehr schöne Stadt, vor allem Dresden, also ich bin sehr stolz auf meine Stadt. Und deswegen trifft es mich umso mehr, dass so eine beschissene Reputation jetzt dabei rumkommt für meine Stadt. Weil es ist wirklich so, nach außen hin sieht es irgendwie so aus, als ob das hier die totale Nazi-Hochburg ist. Ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Ich bin in einem internationalen Studiengang und ich habe auch letztens mit meinen Kommilitonen drüber geredet. Also Inder, Mexikaner zum Beispiel mit denen, und eine Ägypterin, mit denen hatte ich drüber geredet, mit den drei Nationalitäten. Und die haben auch gemeint, sie selbst nehmen das überhaupt nicht wahr, dass das eine feindselige Umgebung ist. Vor allen Dingen der Mexikaner unter denen, der reist auch mal nach Sachsen ins Land rein und übernachtet dann bei irgendwelchen wildfremden Leuten in den Dörfern. Also keine Ahnung, wie er das genau macht, aber der ist sehr kommunikativ. Ja, und der hat gemeint, er hat es noch nie erlebt, dass ihm gegenüber ablehnend aufgetreten wurde. Gut, kann natürlich auch dran liegen, er ist jetzt kein Moslem und es ist nicht sichtbar, dass er aus einem arabischen Land kommt. Das ist ja momentan so vor allem die Reiz, ja, das Reizgebiet des Sachsen, ne? Also, weil das eben die meisten Flüchtlinge auch sind.
Gut, die Leute, die hier sind, merken das gar nicht, dass irgendwie eine feindliche Atmosphäre wäre ihnen gegenüber. Aber nach außen hin sieht es trotzdem so aus und das ist echt gefährlich, weil gerade im Forschungsumfeld kann das passieren. Du willst ja zum Beispiel die besten Forscher in deinen Instituten haben. Und teilweise wollen die Leute, die Stellen antreten könnten, nicht herkommen, weil sie ihre Familien nicht nach Sachsen bringen wollen. Und das ist dann echt traurig, weil das ist dann... Nur aufgrund dieses beschissenen Diskurses versaust du dir dann teilweise auch die Wissenschaftslandschaft eventuell, weil richtig gute, helle Köpfe nicht herkommen wollen, weil sie einfach Angst um ihre Familien haben und dann lieber irgendwo hingehen, wo eine liberalere Stimmung ist. Ist dann ein bisschen traurig. Gut, weshalb ich jetzt aber eigentlich, Mensch, jetzt habe ich schon wieder damit angefangen, weshalb ich eigentlich mit euch reden wollte, ich reise tatsächlich erstmal jetzt weg aus Deutschland. Denn ich habe im Rahmen meines Studiums, und das ist die letzte Sache, die ich in meinem Studium noch machen muss, eine Projektarbeit abzuarbeiten. Und für diese Projektarbeit gehe ich nach Berkeley. Das ist quasi wie ein Vorort von San Francisco. Und werde dort bis kurz vor Weihnachten an einem Institut arbeiten, an einem National Lab. Und das wird geil. Ich werde diese Woche, diesen Donnerstag werde ich losfliegen. Und werde natürlich auch nicht weiter Let's Playen können in der Zeit. Also solange ist dann aufnahmetechnisch erstmal Ruhe. Ich habe ein paar Folgen auf Reserve aufgenommen. Und ihr habt ja sicherlich auch gemerkt, so viel kam jetzt in letzter Zeit nicht von mir. Das liegt einfach daran, ich habe gerade meine Masterarbeit geschrieben. Seit Mai. Und in der Zeit habe ich einfach auch wirklich Vollzeit gearbeitet. Gerade in den letzten Wochen habe ich... weil ich meine Arbeit geschrieben habe, zusammengeschrieben habe, dann die Ergebnisse, hatte ich ja 60-Stunden-Wochen gehabt und da bleibt einfach keine Zeit mehr, um dann noch irgendwie zu Let's Playen. Deswegen alles ein bisschen auf Sparflamme gewesen, wird auch weiter so bleiben. Die Folgen sind aufgenommen, ich lade sie jetzt noch alle hoch, bevor ich verreise und werde die dann eine nach der anderen immer mal wieder veröffentlichen, damit quasi der... zwar etwas niedrig angesiedelte, aber doch vorhandene Fluss an Folgen weiter bestehen bleibt. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ich Ende des Jahres wieder ein bisschen dazu komme, was aufzunehmen. Ist allerdings auch noch nicht sicher. Denn, und da kommen wir zum nächsten Punkt, wenn ich wiederkomme von meiner Projektarbeit, muss ich erstmal noch die Masterarbeit ganz fertig schreiben, denn da ist ein Gerät kaputt gegangen, das mir Ergebnisse liefern soll. Deswegen bin ich da noch nicht ganz fertig. Muss also meine Arbeit noch ganz fertig schreiben, das muss ich aber wirklich zum Ende des Jahres hin richtig machen. Dann muss ich einen Bericht über meine Projektarbeit schreiben, muss auch noch ein paar Berichte für Geldgeber, die da ein bisschen was gesponsert haben, mitschreiben. Ein bisschen ätzend das Ganze. Und dann werde ich den ganzen Januar damit verbrauchen. Dann, also ich muss dann natürlich auch noch meine Arbeit verteidigen, muss dann noch für meine Projektarbeit Vorträge mitmachen. Und das wird den ganzen Januar dann verbrauchen. Vielleicht komme ich da dann aber mal ein bisschen dazu, was aufzunehmen, dann zum Ende des Januars hin. Und am 1. Februar fange ich bei meinem Professor als Doktorand an. Und dann wird es wieder arbeitsintensiv, das Ganze, glaube ich. Also da müssen wir dann wirklich mal schauen, wie ich noch dazu komme, großartig aufzunehmen. Ich hoffe, das funktioniert dann noch weiterhin. Ja, und dann kommt auch noch dazu, dass ich Vater werde. Ab Mitte März ungefähr ist dann so die Zeit, da könnte es dann kribbelig werden, da könnte dann ein kleines Würmchen auf die Welt kommen und dann, ja, dann habe ich viel zu tun. Da habe ich sehr viel zu tun, ja, und keine Pausen. Und dazu kommt auch, dass das Zimmer, in dem ich hier Let's Playe, dann zum Kinderzimmer wird. Mein Computer kommt dann in die Stube und wie ich da dann zum Let's Playen komme, das müssen wir dann mal sehen, weil das kann ich nur machen, wenn sonst niemand anwesend ist. Ja, also ihr seht, unklar, ob in Zukunft noch so viele Let's Plays von mir kommen werden. Ich hoffe schon, aber wir werden es dann erst sehen. Also die Zukunft wird es dann erst zeigen. Ich habe jedenfalls vieles anderes, mit dem ich gerade beschäftigt bin. Und von daher seht es mir nach, dass nicht sonderlich viele Folgen zurzeit kommen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und wie gesagt, es kommen noch weiter ein paar Folgen Mass Effect Andromeda jetzt. Tut mir leid für alle, die damit nicht so viel anfangen können. Aufgrund der langsamen Upload-Geschwindigkeit. Also, dass ich bloß, was weiß ich, so ein bis zwei Folgen die Woche raushaue.
dauert das halt auch eine ganze Weile, weil Mass Effect eben grundsätzlich lange Spiele sind. Ich versuche das schon einzukürzen jetzt. Also ich habe dann auch schon Aufnahmesessions zusammengeschnitten, wo ich dann wirklich bloß das reingenommen habe, wo irgendwas passiert. Aber das wird trotzdem noch recht lange dauern, das Ganze. Und tut mir leid, falls euch das nicht so zusagt. Ich will aber, gesetzt im Falle, ich werde auch in Zukunft noch Let's Playen können, dann auch wieder andere Sachen machen. Also GTA 4 steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Wenn irgendwann mal ein Resident Evil 2 HD Remaster rauskommen sollte, will ich das auch spielen. Ich hoffe, mein Computer macht's mit, weil der ist ja jetzt auch schon 4 Jahre alt. Und ich bin kein Computerexperte, deswegen bin ich auch, also ich kann nicht schrauben an so einem Ding und da, keine Ahnung, also wenn der jetzt im Verfall begriffen ist und das sind Computer, die benutzt werden, also die leiden darunter, die Transistoren, die werden während der Benutzung immer weiter beansprucht und man hat dann einen Elektromigrationseffekt, bei dem dann die dünnen Kanäle immer weiter ausgedünnt werden und irgendwann kaputt gehen. Egal, Entschuldigung. Da kann es schon sein, dass der jetzt nicht mehr ganz so mithält und dass dann auch solche Spiele nicht mehr so auf dem Grafiklevel funktionieren, wie man sich das wünscht. Werden wir alles sehen. Gut, okay, ich will jetzt aber auch nicht lange drum rum palabern, denn ich habe auch gar keine Zeit. Ich muss mich noch mal einige Sachen kümmern, bevor meine Reise losgeht. Und das muss ich heute machen, solange noch Läden offen haben. Ja, und wir sehen uns dann. Ihr seht meine Folgen dann, die ich schon aufgenommen habe, jetzt noch für den Rest des Jahres. Aber neue Folgen von mir gibt es dann erst ab dem neuen Jahr. Und von daher sage ich mal, wir sehen uns im neuen Jahr. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen fröhlichen Rutsch. Und macht's gut und haut rein, ne? Und lasst mal ruhig von euch hören, was ihr so denkt, ob noch jemand zuschaut überhaupt. Ich habe manchmal das Gefühl, es schaut gar niemand mehr zu. Was ihr gern sehen würdet und wie das so aussieht. Ich weiß gar nicht, ich muss sagen, in letzter Zeit, da ich keine Zeit habe, selbst Let's Plays zu schauen, weiß ich gar nicht, ob die Let's Play-Szene überhaupt noch lebt. Also vor allem bei YouTube. Ich habe das Gefühl, bei YouTube ist irgendwie nichts mehr an Let's Plays zu finden oder kaum noch was. Ist das so oder kommt mir das nur so vor? Schaut überhaupt noch jemand Let's Plays? Ist das noch in? Also mir macht's Spaß und ich mache das auch gern für mich alleine, aber dann muss ich es halt nicht aufnehmen dabei. Dann kann ich auch einfach Selbstgespräche beim Spielen mit mir führen, ne? Das ist dann einfacher. Nee, also, meldet euch ruhig mal. Mich würde es auch mal interessieren, ob es noch Leute gibt, die bei mir ab und zu reinschauen. Da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher. Und wir sehen uns dann bei Gelegenheit mal wieder. Also, macht's gut und haut rein.